Ja, hallo Astrid. Du hast dich ja bereit erklärt, mir eine Rezension zu geben. Wir haben ja neulich mal online eine Hypnose durchgeführt und du Genau. bist so nett, da was zu sagen, nur damit die Zuschauer oder die, die sich das hier ansehen, überhaupt wissen, wer du bist. Also kannst du dich ja mal ganz kurz vorstellen, wer bist du eigentlich und was machst du so? Okay, hallo Markus, vielen Dank, mache ich sehr gerne. Ich bin Astrid Hess, ich bin eine Zauberfrau, ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und ich begleite Frauen auf ihrem Weg in die Eigenständigkeit, in ein freies und selbsterwähltes Leben. Schwerpunkt ist die Seminararbeit, wirklich Frauen zu vernetzen, zu verbinden und an ihre Kraft zu erinnern. Das mache ich Okay. mit großer Freude. Ja, da sind wir ja praktisch Kollegen. Ich bin ja auch Heilpraktiker für Psychotherapie. Ah, Gut, genau. jetzt ging es ja um die Online-Hypnose, die wir durchgeführt haben. Würde ich einfach mal ein paar Fragen zu stellen. Und zwar, ich habe oft, höre ich halt von Patienten, dass sie so ein bisschen skeptisch sind, wenn sie Hypnose hören und jetzt eben auch noch per Online, also per Zoom haben wir das ja gemacht. Wie war das denn bei dir? Warst du skeptisch vor der Hypnose oder wie warst du da so? Ich war gar nicht skeptisch, Markus. Ich kannte dich ja von einem Coaching-Treffen und ich bin eh jemand, der gerne ausprobiert. Ah, okay. Und ich Gut hatte und ein gutes Gefühl, ja. einfach im Kontakt Ja. mit dir vorher schon. Ja. Von daher war ich da Ja. ganz neugierig und offen. Okay. Und so generell, dass das nun online abliefe, über Zoom oder so, hat dir das irgendwelche Bedenken bereitet? Auch überhaupt nicht. Ja. Überhaupt nicht. Okay. Aber ich kann viele nachvollziehen. Das weiß ich, dass Ja. das viele haben, aber braucht es nicht. Ja. Okay. Und ich weiß, ich habe gar nicht geguckt, wann das war. Das war so vor 3, 4 Wochen, denke ich, ne? Ein wenig noch, ja. Bist du denn mit dem Ergebnis bislang zufrieden? Ja. Ja, Wahrscheinlich möchtest du auch wissen, in welcher Form. das kommt gleich. Ich habe immer eine Fragenliste hier liegen. Okay, ja, bin ich. Und wenn ich jetzt halt eine Freundin fragen würde, wenn die, was weiß ich, irgendwie ein emotionales Problem hat oder so, würdest du mich denn dann weiterempfehlen? Na klar. Ja, okay, Ja, gut. auf jeden Und Fall. jetzt kommen wir zu der Frage. Der Fragen, die stelle ich aber zum Schluss, weil das ist ja manchmal in hypnotischer Trance hat man ja besseren Zugang zu seinen Emotionen und manchmal kommen auch tief verdeckte Sachen hoch und deshalb frage ich halt immer zum Schluss, ob du überhaupt was zu dem Thema, das wir bearbeitet haben, sagen möchtest. Können wir gerne machen. Ja gut, dann Also schieß ich, los. ich habe ja selber auch vorher gar nicht gewusst, was ich für ein Thema habe. Und ich habe festgestellt, dass ich immer mal wieder an den Punkt komme, wo ich das Gefühl habe, mit meinem Körper unzufrieden zu sein. Und habe festgestellt, es hat irgendwas mit meiner Lebensgeschichte zu tun, weil neutral gesehen finde ich mich, ich sage das jetzt einfach mal auch den Zuhörer zuhören, eine attraktive und schlanke Frau. Aber es gab immer sowas, wo eingehakt hat. Und durch das Vorgespräch mit dir wurde mir klar, es ist ein ganz altes Thema und wir sind ganz weit zurückgereist oder du bist mit mir ganz weit zurückgereist. Und so konnte ich nochmal nach der Geburt eine Szene erkennen, die wir damit gelöst haben. Und von daher ist es jetzt einfach leichter damit. Also diese Gedankenspirale, die ich habe, ist einfach nicht mehr da. Ah, okay, und das hast du dann hinterher eben auch direkt nach der Sitzung dann irgendwo Situationen gehabt, wo du das merken konntest, dass sich da was gelöst hat. Genau, du hattest mich ja gefragt, woran könntest du es merken, dass sich was verändert? Und ich habe gesagt, ich glaube, ich merke es einfach an meinen Gedanken. Ja. Und die sind ja einfach nicht mehr da, die ich vorher hatte, diese kritischen. Ja. Genau. Okay, alles klar, im Prinzip war es das schon. Möchtest du noch irgendwas Abschließendes sagen? Ja, möchte ich gerne, weil das ist ja letztendlich auch etwas, was für dich ist. Und ich möchte allen, die einfach jetzt zuschauen, sagen, dass sie mutig sein dürfen, sich dir anzuvertrauen, weil du einfach eine wundervolle Art hast zu begleiten, eine mega angenehme Stimme. Und ja, du bist meine Empfehlung. Ich möchte es einfach vielen mitteilen, dass sie sich das gönnen und schenken dürfen. Okay, dann vielen Dank und ja, alles Gute für dich, ne? Und pass auf dich auf. Tschüss. Tschüss, Markus, vielen Dank.